Moin, herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi beim Arztbesuch. Viele frei. Sie sind gut in Form. Das hört man gerne. Dann machen wir gleich einen neuen Termin mit dem Arzt aus. Und ansonsten bauen wir die ganze Zeit neue Schulen, weil wir ein krasses Bevölkerungswachstum haben und da irgendwie darauf vorbereitet sein müssen, weil wir so eine krasse Geburtenrate haben. Die ersten müssen jetzt langsam in die Grundschule kommen. Seitdem unser Bevölkerungswachstum so krass angestiegen ist. Und deswegen haben wir das schon gemacht. Auf 100.000 Grundschulen schon mal ausgebaut. Und als nächstes bauen wir die weiterführenden Schulen aus. So, ja, 50.000 ist vielleicht ein ganz interessanter Wert. Oh Gott, hier ist wieder jede Menge Arbeitskräfte frei. Das Problem ist halt, man kann leider immer nur 100 Schulen auf einmal in Auftrag geben. Deswegen muss ich hier sehr viel rumklicken. Das ist ziemlich nervig. Aber es geht leider nicht anders. Und das mache ich die meiste Zeit momentan. Das ist, naja, gut. Okay, da haben wir wieder das Ziel erreicht, so ungefähr, also so fast zumindest. Hä? Hat es nicht aktualisiert? Oder sind wir neu frei geworden? Ah, hat sich nicht aktualisiert. So. Das ist der Wert, den ich haben will. Und jede Menge Nachrichten, die eigentlich nicht weiter relevant sind in der Regel. Deswegen klicke ich sie einfach alle weg, ohne sie anzugucken. Unsere Beliebtheit ist wieder gesunken. Da ist irgendein Streik im Gange. Aber das haben wir ständig. Naja. Nee, ich streite da jetzt nicht ein. Ich lasse die mal machen. Warum auch immer die Lehrer streiken? Ich verstehe nicht ganz. Vielleicht haben wir zu viele Schulen und die Lehrer können gar nicht alle Schulen unterhalten oder sowas. Vielleicht beschweren sie sich deswegen. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber seit kurzem fangen auf einmal die Lehrer an, regelmäßig zu streiken. Genau in der Zeit, in der ich auch anfange, hier die Schulen aus, ganz viele Schulen zu bauen. Das verstehe ich ja nicht so ganz, wie das zusammenpasst. Wir haben halt super viele Lehrer, muss man nicht auch dazu sagen. Also, ne? Hier. Wir haben ungefähr so viele Lehrer wie Schüler. Das muss man sich mal vorstellen. Oh, wir können wieder neue Schulen bauen. Ah, es ist viel zu tun. Unsere Beliebtheit ist momentan wieder super niedrig. Gleich haben wir es wieder.
wenn nicht Neues dazu kommt. Na, habe ich nicht gerade? Ach nee, es werden wieder mehr. Wow. Ah gut, dann werden es wieder mehr. Auch gut. Ah nee, jetzt ist erreicht das Limit. Möglicherweise. Höhe, 100. Und ist doch das Maximum. Warum war ich da runtergescrollt und stand trotzdem 100? Ich bin verwirrt. Naja. Wieder jede Menge Nachrichten. Unsere Beliebtheit ist noch weiter gesunken. Oh Gott. Warum? Warum streiken denn überhaupt? Mal einschalten hier. Was ist denn da los überhaupt? Die beschweren sich, dass ich neue Schulen baue oder was? Komisch. Warum beschweren sich die Lehrer, dass ich neue Schulen baue? Das kommt so negativ an. Und jetzt natürlich noch eine Überschwemmung. Natürlich. Ach nee, das ist keine neue Überschwemmung. Gott, unsere Beliebtheit. Ich speichere gerade lieber mal. Ein bisschen die Beliebtheit, die wird immer schlechter. Aber warum? Warum streiken die denn überhaupt? Ich verstehe nicht, warum die Lehrer streiken. Wir machen so viel für die Bildung gerade. Verstehe ich überhaupt nicht. Da, 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 da. Da. Es gibt auch noch Straßen, hier. Ach, die Landwirte jetzt auch noch. Straßenblockaden gegen die Entschädigungspolitik? Okay, irgendwas stimmt mit den Leuten hier nicht. Wir haben schon wieder einen neuen Streik angefangen, die Lehrer. Mit den Leuten los? 8% Beliebtheit. Was passiert hier? Tiefer Fall. Was passiert hier? Okay, jetzt erstmal wieder Ruhe im Land. Aber die Beliebtheit ist weg. Wenn ich jetzt weiter Schulen baue, kommt das denn wenigstens gut an? Scheint niemanden zu interessieren, ob ich Schulen baue oder nicht. Wow, umgebracht worden. Auch toll. Hä? Was ist denn auf einmal los? Und wie kann ich an Beliebtheit kommen, damit es um das auf eine möglichst sinnvolle Weise? Das ist merkwürdig. So, also weg mit den ganzen Nachrichten. Ich versuche jetzt mal, ich baue mal Unis vielleicht. Hi, Phyllis. Moin. Was, wenn ich Hochschulen baue? Kommt das besser an? Versuchen wir es doch mal so. Die wollte ich sowieso noch bauen, früher oder später. Kommt das wenigstens gut an. Ich bin mir nicht sicher.
Also wir versuchen Unis zu bauen. Ich weiß es nicht. The UN voted to make food a human right. The USA was the only country to vote no. Uff. Oh Mann. Warum? Warum Amerika? Warum? Die Beliebtheit wird einfach nicht mehr. Soll ich Unis bauen? Moment, ich baue mal Unis. Bringt das vielleicht mehr? Ja, die Unis bringen mehr Beliebtheit. Muss ich jetzt in Zukunft für Beliebtheit Unis bauen, oder was? Ja, okay, baue einfach Unis. Dann machen wir das so. Ja, so kommen wir wieder in Beliebtheit. Okay, dann muss ich mir merken. Einfach im Zweifel Unis bauen. Immer wenn die Beliebtheit nicht stimmt, baue ich Unis. Gut, dann bringe ich uns mal auf 100% Beliebtheit durch neue Unis. Na. Ne. So. Und dann bauen wir wieder weiter unsere weiterführenden Schulen. Nee, ich will nichts abbrechen. Quatsch. So, gleich haben wir es geschafft. Dann ist die Beliebtheit wieder auf 100. Aber es ist immer noch eine Straßenblockade im Gange anscheinend. Und ein Streik. Läuft anscheinend durchgängig weiter. So, jetzt sind wir bei 100 Beliebtheit. So, dann wollen wir noch gucken, was ist hier los? Seit 35 Tagen. Okay, ich setze Polizei und Armee ein. Ja, jetzt haben wir die Beliebtheit, um uns da keine Sorgen drüber machen zu müssen. Und der Streik, der geht auch schon 36 Tage. Weg mit euch. Jetzt haben wir einen Aufstand. Habe ich da irgendwie vergessen, den Entschädigung zu zahlen? Irgendwie habe ich da was übersehen? Na? Okay, die sind alle abgehauen. Das ging schnell.
So, dann weiter geht's. Oder machen die schon wieder einen neuen Aufstand? Was ist da los? Mir ist immer noch dasselbe. Hä? Wieso geht er nicht weg? Hört einfach nicht auf. Das ist merkwürdig. Ja, dann ignoriere ich die eben. Dann versuchen wir es so. Beliebtheit leidet wieder. Ach so, weil wenn ich weiter Schulen ausbaue, streiken auf einmal die Lehrer. Hä? Warum streiken die Lehrer, wenn ich Schulen baue? Ist tatsächlich. Das hängt direkt damit zusammen. Wenn ich weiterführende Schulen baue, fangen die Lehrer an zu streiken. Aber warum? Warum wollen die Lehrer nicht mehr Infrastruktur haben? Hier, da könnt ihr kleinere Klassen haben und sowas. Will das nicht jeder Lehrer? Das verstehe ich nicht. Das wird jetzt sehr absurd, alles. Sehr absurd. Und so sinkt meine Beliebtheit einfach immer weiter, wenn ich Schulen baue. Das ist super absurd. Oh Mann. Was ist da los? Na gut, ich ignoriere die Lehrer dann eben einfach. Eine gute Nacht, ja. Wünsche ich dir dann auch. Und danke fürs dabei sein. Auch so viele Nachrichten. Es werden halt ständig auch immer mehr. Achso, das waren viel zu viele. So. Ungefähr. So. So. Ne, eins weniger. So. Jetzt passt es wieder. Und natürlich verursacht das einen neuen Streik oder so. Und wieder die Landarbeiter, die blockieren auch schon wieder die Straße und es wird alles sehr merkwürdig gerade. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Immer noch 3% Deflation. Cool, cool. Und was hat der Kongo für eine Inflation? Mittlerweile 70%. Ach du Schande, 70% Inflation. Oh Mann, ey.
Oh Mann. Ach ja, gut. Ich würde sagen, dann reicht es auch für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir beschäftigen uns mit den Konsequenzen dann beim nächsten Mal von dem Ganzen hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis denne, ne? Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.